Willkommen zur Vorlesung 5. Endlich der Beweis des Fortsetzungssatzes von Kara Theodori. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, vielleicht auch alle, gerade in so einer gewissen Schockstarre angelangt sind, aufgrund der letzten Vorlesungen. Die waren schon schwer, wunderschön, das Highlight kommt heute aber erst, aber natürlich auch so ein bisschen schockierend. Als Entwarnung, wir sind gerade beim absoluten Peak der Schwierigkeit der Vorlesung. Alles andere wird definitiv leichter werden. Also ab der nächsten Vorlesung geht das Level erstmal deutlich runter. Alles kann sich erstmal setzen. Ihr könnt euch mit den Übungsaufgaben an alles ein wenig gewöhnen. Und die Schockstarre löst sich vielleicht ein klein wenig. Dieses Mal geht es noch ein bisschen zur Sache, aber nur ungefähr 60 Minuten lang, der Beweis vom Satz von Kara Theodori. Alle Sachen passen jetzt wirklich schön zusammen. Wir machen das Ganze in Ruhe, damit alle das große Bild auch mitkriegen können. Und ich kann allen, die ein bisschen abgehängt worden sind, nur empfehlen, vielleicht den Satz, den Beweis genau anzugucken und sich dann so ein bisschen nach hinten zu hangeln, wo die Stücke herkommen, wenn ihr in den letzten Vorlesungen ein bisschen abgehängt worden seid. Es gibt keinen Grund, gestresst zu sein. Ab nächsten Mal sind die Themen ein bisschen anders und alle, die jetzt verloren gegangen sind, können entspannt wieder aufholen. Okay, zur inhaltlichen Einordnung. Wo sind wir jetzt gerade angelangt? Was wir wollen, ist Maße konstruieren. Insbesondere Maße auf dieser fiesen Borel-Sigma-Algebra. Wir kennen die Borel-Sigma-Algebra nicht. Wir wissen nur, wovon sie erzeugt ist. Intervalle, offene Mengen, abgeschlossene Mengen, andere Intervalle, was auch immer. Habt ihr hoffentlich ordentlich geübt auf Übungsblättern und der großen Übung. Wir kennen aber die Borel-Sigma-Algebra selber nicht. Um das Maß zu definieren, müssten wir es ja eigentlich per Definition auf der ganzen Sigma-Algebra definieren. Und der Kara Theodori-Fortsetzungssatz, den wir jetzt hinschreiben, sagt uns, kein Problem, definiert das Maß einfach nur auf Intervallen. Das ist, wo wir hingehen möchten. Schreiben wir den Satz jetzt mal hin und gucken uns dann ganz in Ruhe zusammen den Beweis an. Also, Satz 137, der kriegt auch eine schöne Farbe. Kara Theodori, Fortsetzungssatz. Ihr könnt euch auch noch eine Sache merken. Alle Sätze, die einen Namen haben, die sind so wichtig, dass ihr den Beweis so tief verstanden haben solltet, dass ihr den zu jeder Zeit im Jungbusch auf ein Stück Papier schreiben könntet. Vielleicht heute noch nicht, vielleicht morgen noch nicht, übermorgen oder danach reicht halt vielleicht auch schon. Also der gehört dazu. Also, was nehmen wir? Sei S ein Semiring. Ihr denkt bitte immer an den R-Quadrat und Quadrate, wo wir alles schön zeichnen können. μ eine Abbildung von S nach 0 unendlich, eine Mengenfunktion. Mit μ von der leeren Menge gleich 0 und μ ist Sigma-additiv. Wer vergessen hat, was das ist, guckt entweder in die Lemmas der letzten Vorlesung oder hört einmal kurz zu. Im Skript steht es natürlich ausgeschrieben. Sigma-additiv bedeutet, wenn ich eine Folge paarweise disjunkter Mengen in S habe, sodass zusätzlich gilt, dass die Vereinigung auch wieder in S ist, dann ist μ von der Vereinigung das gleiche wie die Summe von μ von den Einzelnen. Ja, ich betone nochmal, da dies keine Sigma-Algebra ist, müssen wir fordern, dass die Vereinigung auch wieder in S liegt.
Das ist allgemein nicht gegeben für einen Semiring. Hier ist die Aussage. Dann existiert ein Maß μ quer auf der von S erzeugten Sigma-Algebra, Sigma von S, sodass μ quer von A gleich μ von A für alle A aus S gilt. Das ist die Aussage. Ich schreibe nochmal eine Notation dazu. Üblicherweise nennt man μ quer eine Fortsetzung von μ. μ quer heißt Fortsetzung von μ. Deswegen Cauchy-Theodori Fortsetzungssatz. So, zum besseren Einprägen malen wir auch schön Farben hier rum. So, ein paar kleine Bemerkungen dazu. Fortsetzung. Ihr habt Fortsetzung vermutlich schon irgendwo in Vorlesungen gesehen. Ihr werdet, wenn ihr Funktionalanalysis euch anhört, noch ganz viele andere Fortsetzungssätze hören. Was bedeutet Fortsetzen in der Mathematik? Fortsetzen bedeutet üblicherweise, dass ich ein Objekt habe, das auf einer Menge definiert ist, ich das Objekt aber gerne auf einer größeren Menge definieren möchte. Und fortsetzen bedeutet, das Objekt auf einer kleinen Menge zu definieren und automatisch eine Definition auf der größeren Menge des Objektes zu bekommen, das für die Mengen der kleineren Menge identisch ist. Also hier ist das gegeben, ich mal es einfach mal vielleicht schematisch hin, wir hätten unsere Menge S, den Semiring, das ist eine Menge von Mengen. Daher ist das natürlich jetzt ein bisschen misleading als Bildchen. Das wäre S. Sigma von S ist größer. Ja, es ist ein Mengensystem, das S enthält. Und unser μ ist nur definiert auf S. Und der Satz sagt, es gibt eine Abbildung auf dem größeren μ quer mit der Eigenschaft, dass wenn ich μ quer auf eine Menge aus dem kleineren s anwende, dann ist μ quer von der Menge a gleich μ von der Menge a. Das ist Fortsetzen. Also sowas wird oft passieren, zum Beispiel bei stetigen Abbildungen, die nur auf dichten Mengen definiert werden müssen und automatisch auf den Abschluss der dichten Mengen definiert werden, fortgesetzt werden können. So, das ist, warum wir von Fortsetzungen sprechen. So, jetzt vielleicht noch eine Sache. Unser großer Masterplan war der, die Borel-Sigma-Algebra und Maße zu verstehen. Ab der nächsten Vorlesung wird klar, warum wir das für die Stochastik wollen. Warum das was mit der Normalverteilung zu tun hat, etc. Also der Masterplan ist die Borel-Sigma-Algebra und ihre Maße. Der erste Schritt war relativ einfach. Den habt ihr möglicherweise schon verdaut. Das war, die Borel-Sigma-Algebra zu verstehen durch ihre Erzeuger. Wir haben nicht die Borel-Sigma-Algebra hingeschrieben, wir haben nur Erzeuger davon hingeschrieben. Und dann gezeigt in den Übungen, in der großen Übung, dass die verschiedenen Erzeuger, die alle unterschiedlich schön sind, dieselbe Sigma-Algebra erzeugen. Der zweite Schritt in dem Masterplan ist, Maße auf der Borel-Sigma-Algebra zu verstehen. Das ist das, was wir mit diesem Satz machen können. Es wird sich herausstellen, das wird die erste Anwendung von dem Satz sein, wenn ich die Quader oder im eindimensionalen Intervalle nehme, dann ist das ein Semiring. Und dieser Semiring ist so, dass, naja, es ist ein Semiring, darauf kann ich eine Sigma-additive Mengenfunktion definieren und dann sagt der Cauchy-Theodori-Fortsetzungssatz, aha, es gibt ein Maß der kleinsten Sigma-Algebra, die davon erzeugt ist. Wenn also das ein Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra ist, ist das eine Variante, Maße auf der Borel-Sigma-Algebra zu definieren, die ich eigentlich nur auf Intervallen definiere. Der Beweis ist prima. Der Beweis ist konstruktiv. Wir schreiben das Maß μ quer hin. Das wird uns auch eine Möglichkeit geben, das Maß für Borel-Mengen zu berechnen, die nicht in S sind. Also als Beispiel, male ich gleich auch ein Bild hin, wenn wir an den R-Quadrat denken, dann wäre der Erzeuger zum Beispiel die Menge aller Quader. Und ich möchte gerne ein Maß von einem Kreis berechnen.
Und das wird mit der expliziten Form, die wir hinschreiben, für das Maß möglich sein. Aber die Konstruktion hilft uns nicht bei dem Verständnis, was denn die Borel-Sigma-Algebra ist. Nach wie vor werden wir nicht besser wissen, was ist denn überhaupt dieses Mengensystem Borel-Sigma-Algebra. Also in dem Sinne, der Beweis ist konstruktiv, wir kriegen ein Maß, wir können ein Maß hinschreiben, wir verstehen aber die Borel-Sigma-Algebra nicht besser. Was aber ganz wesentlich ist in allen Anwendungen in der Stochastik, dass das nichts ausmacht. Wir brauchen immer nur Erzeuger zu verstehen, um das Maß auf der ganzen Sigma-Algebra zu verstehen. Okay, das wird so die Anwendung, sobald wir das bewiesen haben, gucken wir uns das an, Maße auf der Borel-Sigma-Algebra und alles wird deutlich, deutlich anschaulicher werden. Gut, jetzt müssen wir noch einmal hart ran und den Beweis durchgehen. Ich versuche extra das Tempo ein bisschen runter zu machen und ein bisschen mehr extra Erklärung zu geben, weil das einfach wirklich das Herzstück dieser ersten Vorlesung ist. Also, Beweis. Wir fangen mal an mit einer Skizze, wo ich die Schritte einen nach dem anderen hinschreibe und in Ruhe nochmal ein paar Definitionen wiederhole. Also Skizze des Beweises geht wie folgt. Wir schreiben ein Maß hin. Wir schreiben hin μ-Stern. Also es ist tatsächlich kein Maß, sondern ein äußeres Maß. μ-Stern von einer Menge A definieren wir wie folgt. Als das Infimum über die Summe k gleich 1 bis unendlich μ von ak und zwar über folgende Folgen von Mengen. a1, a2 und so weiter sind in S und a1 und so weiter überdecken a. Und das Ganze für alle a Teilmenge von Omega. Also wir haben einen μ-Stern, μ-Stern suggeriert schon, dass es ein äußeres Maß sein soll, definiert für alle Teilmengen von Omega, indem wir nur das μ benutzt haben, das nur auf dem Semiring definiert ist. So, was soll das bedeuten? Das ist ganz einfach. Was ist das? Wir nehmen als a einfach mal irgendeine Menge in r Quadrat. Also Omega soll r Quadrat sein. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt überdecken wir a durch Elemente von s. S soll ein Quader sein. Ja, wir haben schon diskutiert, dass Quader so das Beispiel für Semiringe sind. So, jetzt überdecken wir a irgendwie durch Quader. Ja, nehmen ein paar größere, damit ich nicht so viel malen muss. Das ist eine Überdeckung durch A1, A2, A3, A4 und A5. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt rechnen wir für jedes von diesen A's μ von A aus. Ja, μ wird, das sehen wir dann in den Anwendungen, eine Art Größenmaß sein. Es ist kein Maß, weil μ auf einem Semiring definiert ist. Aber es soll trotzdem eine Art Größe beschreiben. Also sagen wir mal, μ wäre das Volumen eines Quaders. So, dann wäre diese Folge A1 bis A5 wäre eine Menge von Mengen in S und A ist eine Teilmenge der Überdeckung, der Vereinigung. Das heißt, die Summe von den Volumina wäre ein Element von dieser Menge. Diese Menge ist eine Menge von reellen Zahlen, positiven reellen Zahlen, die sich ergibt durch solche Überdeckung. So, jetzt machen wir das nicht nur einmal, sondern wir machen das mit allen Möglichkeiten. So, ich mache mal eine andere Möglichkeit, damit klar wird, was gemeint ist. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen feiner.
Ihr seht hoffentlich schon, in welche Richtung das gehen soll. Das ist jetzt auch eine Überdeckung unserer Menge A durch irgendwelche Elemente aus S. Auch wieder ist das eine Menge von A1, A2 und so weiter aus S mit der Eigenschaft, dass A Teilmenge dieser Vereinigung ist. Das heißt, das ist eine Überdeckung von unserem A. Das heißt, auch hier wieder ist die Summe der Volumina von diesen orangenen Rechtecken eine Zahl in dieser Menge, über die wir das Infimum nehmen. Darum ist μ zu viel bei A Teilmenge. Oh! Ja. Ja. Danke. Natürlich. So, jetzt können wir noch weitermachen. Mit einer nächsten Farbe könnten wir das noch feiner überdecken. Und die Definition von dem Mu-Sternchen ist jetzt das Infimum von all solchen Konstruktionen zu nehmen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, das ihr vielleicht aus der Schule schon mal gesehen habt. Wenn man einen schönen Kreis malt, wie berechnet man den Flächeninhalt eines Kreises? Das kann man machen, indem man den Kreis überdeckt mit solchen Dingern. Und dann macht man das feiner und feiner und feiner. Ja, das sollen jetzt Quader sein. Man approximiert den Kreis von außen durch Quader. Und der Flächeninhalt des Kreises ist dann der Grenzwert, wenn die Quader immer näher rankommen. Und das ist genau, was diese Definition macht. Ich approximiere die Menge von außen durch Vereinigungen von Mengen in S. Für Mengen in S kann ich hinschreiben, was die Summe der Volumina sein soll. Und jetzt nehme ich das Infimum über all diese. Das heißt, ich nehme den Grenzwert im formell diesem Sinne der Approximation dieser Menge A von außen durch Vereinigungen von aus S. Ich hoffe, das ist klar. Das macht jetzt was deutlich. Das ist der Grund, warum wir von äußeren Maßen sprechen. Das ist der Grund, warum wir in der Definition von diesen Mu-Sternen von äußeren Maßen gesprochen haben, weil das das Paradebeispiel ist, weswegen man über äußere Maße spricht. Weil wir von außen approximieren. Also approximiere A von außen durch Vereinigung von Mengen in S. In S. Das äußere Maß, μ-Stern von A, ist dann das Infimum über all diese Approximationsvolumina. Ich benutze jetzt mal den Begriff im Sinne der Quader von der Approximation. Also, wir zeigen, μ-Stern ist ein äußeres Maß. Nennen wir es mal A. Ja, äußeres Maß im Sinne unserer Definition der letzten Vorlesung. Aber wir wissen jetzt, warum die Definition äußeres Maß hieß. Der zweite Schritt, den wir machen, ist, wir zeigen, dass S Teilmenge ist von A von μ-Stern. Kurze Erinnerung, was war A von μ-Stern? Das war die Menge der μ-Stern messbaren Mengen. Das war diese komische Definition, ich schreibe es als Erinnerung, das waren die Mengen, für die galt, dass μ-Stern von Z gleich μ-Stern von Z geschnitten A plus μ-Stern von Z geschnitten A Komplement gilt für jede Teilmenge Z von Omega. Also das wollen wir zeigen. Wir wissen, das ist eine Sigma-Algebra. Da haben wir hart für gearbeitet letztes Mal. Das war ein ganz wesentlicher Vorgriff für den Beweis von Karl Theodori. Das ist eine Sigma-Algebra. Und der dritte Schritt, den wir auch noch zeigen wollen, ist die Fortsetzungseigenschaft. Wir zeigen, dass μ-Stern von A gleich μ von A gilt für alle A aus S. Das ist die Skizze des Beweises. Vielleicht reden wir noch einmal kurz darüber, warum aus A, B und C die Aussage folgt.
Ich habe gesagt, alles ist konstruktiv. Wir haben Dinge hingeschrieben. So, wo kommt jetzt unser Maß μ quer hin? Her. Wir haben ein μ-Stern äußeres Maß konstruiert. Wir haben letztes Mal gezeigt in der Proposition, dass μ-Stern eingeschränkt auf a μ-Stern ein Maß ist. Wir haben jetzt also ein Maß. Wir haben ein Maß auf der Sigma-Algebra a μ-Stern und dieses Maß hat auch die Eigenschaft, dass es eine Fortsetzung ist von μ. Also wir haben, gucken wir uns das Bild von gerade nochmal an, in einer anderen Farbe. Wir sind mit S gestartet und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben a μ Stern angeschaut. Wir wissen, S ist eine Teilmenge von a μ Stern. Und auf a μ Stern haben wir das Maß μ Stern konstruiert oder einfach hingeschrieben. So, jetzt wollen wir aber eigentlich gar keine Fortsetzung haben auf a μ Stern. Wir wissen nicht, was das ist. Wir wollen eine Fortsetzung haben auf Sigma von S. Das heißt, es bleibt noch ein klitzekleiner Schritt. Wir brauchen, dass Sigma von S, wie in diesem Bildchen, eine Teilmenge ist von a μ Stern. Wenn das nämlich so ist, dann können wir Folgendes machen. Dann können wir unser Maß μ Stern auf a μ Stern nochmal einschränken auf Sigma von S. Ja, ein Maß auf einer Sigma-Algebra ist auch immer ein Maß auf jeder Untersigma-Algebra. Na warum? Ich checke einfach die Eigenschaften. Und wenn die Eigenschaften des Maßes für alle Mengen einer größeren Menge von Mengen gelten, dann gelten die auch für alle Mengen aus einer kleineren Menge natürlich. So, das heißt, wenn das gilt, dass Sigma von S Teilmenge von a μ Stern ist, dann definieren wir μ quer, das was wir haben wollen, als μ Stern eingeschränkt auf Sigma von S. So fehlt das also noch. Warum ist Sigma von S, wie in diesem Bildchen, eine Teilmenge von a μ Stern? Wo kommt das her? Wir wissen ja, dass a μ Stern eine Sigma-Algebra ist, ja, die auch S enthält nach B. Ja. Und deswegen enthält sie auch die kleinste Sigma-Algebra, die S enthält. Genau. Wir haben hart gearbeitet, um zu zeigen, dass a μ Stern eine Sigma-Algebra ist. Ja, das haben wir letztes Mal gezeigt. S ist eine Teilmenge davon. Das heißt, a μ Stern ist auf jeden Fall eine Obermenge von der kleinsten Sigma-Algebra, die S enthält. Und per Definition ist das gerade Sigma von S. Ja, das heißt, das Bildchen stimmt, weil wir wissen, dass a μ Stern eine Sigma-Algebra ist und S enthält. Ja, das war nicht einfach. Da haben wir, keine Ahnung, 45 Minuten für gearbeitet, zu zeigen, dass a μ Stern eine Sigma-Algebra ist. So, und das ist der Beweis. Gehen wir nochmal durch, einfach weil das so entscheidend wichtig ist. Wir schreiben irgendwas hin, μ Stern von a. Das ist nicht irgendwas, es ist konstruktiv. Da steht eine Berechnungsformel. Um das Infimum einer Folge zu finden, brauche ich immer, das Infimum einer Menge zu finden, das wisst ihr aus einer 1, brauche ich immer nur eine Folge innerhalb dieser Menge haben, die fallend ist und gegen das Infimum konvergiert. Also kann ich finden, einfach auf diese Art, so wie da. Das heißt, das kann ich berechnen. Wir zeigen, dass es ein äußeres Maß auf Omega. Das ist definiert für alle Mengen, Teilmengen von Omega. Das erste Schritt. Zweiter Schritt, wie wir gesagt haben, S Teilmenge A μ Stern. Und dann brauchen wir auch noch, dass diese explizite Definition für Mengen aus S eine Gleichheit ist, was vielleicht gar nicht so überraschend ist. Warum? Naja, ich kann immer, wenn ich A aus S gewählt habe, gucken wir uns das nochmal an, dann kann ich natürlich immer A überdecken durch A selber. Ja? Das heißt, μ von A ist immer eine reelle Zahl aus dieser Menge. Und es ist vielleicht nicht überraschend, dass wenn ich eine Menge durch sich selber überdecke, alle anderen Überdeckungen höchstens größer sind. Aber wenn ich einen Quader nehme, dann ist eine Möglichkeit hier drin einfach den Quader zu nehmen, hier als blaue Menge. Das heißt, μ von a steht schon da drin. Ich kann das natürlich auch anders machen. Ich kann den auch so überdecken. Und
dann würde ich die Summe von diesen vieren kriegen. Wir brauchen aber einen kleinen, das klingt irgendwie offensichtlich, dass vermutlich das nicht kleiner wird, weil ich schon überdeckt habe, aber da ist ein ganz wesentlicher Punkt drin, für den wir auch hart geschuftet haben, letztes Mal, die Sigma-Additivität, die wir schon gezeigt haben. Kommt gleich, aber das haben wir im Prinzip schon gezeigt, dass das, was irgendwie offensichtlich aussieht, auch tatsächlich richtig ist. Okay, ich glaube, das reicht an Vorbemerkungen. Steigen wir jetzt in den Beweis ein. Aber bevor wir das richtig tun, reden wir noch mal kurz über das Infimum. Ich weiß, das Infimum ist aus irgendeinem Grunde eine der großen Stolperstellen in Analysis 1. Und damit ihr jetzt nicht an Analysis 1 scheitert, überlegen wir uns einmal noch mal kurz, was war das Infimum und welche Dinge über das Infimum benutzen wir in dem Beweis. Also, kleine Erinnerung. Eine Frage, was war die Definition des Infimums einer Menge m der reellen Zahlen? Wer kann mir helfen? Das Infimum ist die größte untere Schranke. Die größte untere Schranke, da sind also zwei Wörter drin. Was heißt untere Schranke? Das ist kleiner als alle Elemente aus der Menge. Genau, kleiner gleich. Und größte untere Schranke? Genau, also Erinnerung. Also, m Teilmenge r, ich mache einfach mal ein Bildchen. Das ist jetzt sogar in unserem Fall die Menge, die auftaucht, ist eine Menge nicht negativer reeller Zahlen, die Summe über diese Mys. So, sagen wir mal, das da wäre m. So, das Infimum von m ist die größte untere Schranke. Also das heißt, wir haben zwei Eigenschaften. Das Infimum von m ist kleiner gleich x für alle x aus m. Ja, das heißt, das ist eine untere Schranke. Und das kleinste heißt, wenn ich eine andere eine weitere untere Schranke habe, also a kleiner gleich x für alle x aus m, das impliziert, dass a kleiner gleich inf m ist. Also in diesem Beispiel, das wäre zum Beispiel eine untere Schranke für die Menge m, weil dieser Wert kleiner gleich ist als jede Zahl von m, ist aber nicht die kleinste untere Schranke, weil in dem Fall die kleinste untere Schranke der linke Wert des Intervalls wäre. Wenn das ein offenes Intervall ist, wäre das auch so. Wenn das irgendeine Menge m ist, ist es natürlich abstrakter. Also das ist die Definition und das werden wir gleich immer benutzen. Wir werden auch eine Sache benutzen, die ihr entweder auf den Übungsblättern oder in der Vorlesung sicherlich gesehen habt in Anna 1. Und zwar folgendes. Es gilt für alle Epsilon größer 0, gibt es ein x aus m mit der Eigenschaft, dass x kleiner ist als inf m plus Epsilon. Also, im Bildchen gesehen, hier ist das Infimum von m. Wenn ich jetzt auf das Infimum noch ein Epsilon draufrechne, dann bin ich in der Menge drin. Und dann gibt es ein x aus m, das da drunter liegt. Also das ist im Prinzip ein kleiner indirekter Beweis. Wenn das nämlich nicht so wäre, dann könnte ich einen Wert x nehmen, der nicht in m ist. Das wäre also auch eine untere Schranke, aber eine untere Schranke, die größer als Infimum von m ist. Aber weil Infimum von m die kleinste untere Schranke ist, geht das nicht. So, diese kleinen Eigenschaften über das Infimum aus Analysis 1 werden wir jetzt die ganze Zeit benutzen. Ja, also wenn ihr noch ein bisschen unsicher seid mit dem Infimum, dann Skript auf, Analysis 1, Übungsaufgaben nochmal machen. Mathe lernt man nur mit Übungsaufgaben, wie ihr hoffentlich mittlerweile alle verstanden habt, und nochmal klar machen. Gut, machen wir jetzt
weiter mit dem eigentlichen Beweis. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen als Erklärung und wir werden jetzt alles ganz Stück für Stück davon benutzen. So, der Beweis startet mit A. Was war A? Wir müssen zeigen, dass μ-Stern ein äußeres Maß ist. Was heißt das? Naja, wir müssen die Eigenschaften checken. A. So, womit fangen wir an? Wir fangen an mit μ-Stern von 0, von der leeren Menge ist 0. μ-Stern von leerer Menge gleich 0. Das ist richtig. Warum ist das richtig? Schauen wir uns die Definition an. μ-Stern ist das Infimum einer Menge nicht negativer reeller Zahlen. Alles nicht negativ. Jetzt haben wir die leere Menge als A gewählt. Naja, eine Überdeckung von A durch Elemente aus S ist die leere Menge. Die leere Menge ist nämlich in S. Was ist μ von der leeren Menge? Das ist 0 nach Annahme. Das heißt, diese Menge nicht negativer reeller Zahlen enthält die 0. Das heißt, 0 muss das Infimum sein. Ja, also das ist, weil leere Menge aus S ist. Okay, das ist das Erste. Was ist mit Monotonie? Na, Monotonie ist tatsächlich auch ganz einfach. Wenn wir einfach die kleine Beobachtung benutzen, dass m Teilmenge m' impliziert, dass das Infimum von m' kleiner gleich dem Infimum von m ist. Für alle Teilmengen der reellen Zahlen. Na, warum ist das? Naja, offensichtlich ist es die kleinste untere Schranke, aber wenn die Menge größer ist, dann könnte die noch weiter, noch kleiner sein. So, das wollen wir jetzt einfach benutzen für die Definition. Also, nehmen wir zwei Mengen, A und B. A ist Teilmenge von B. So, was gilt dann? Naja, dann gilt, wenn ich eine Überdeckung der größeren Menge genommen habe, von B, dann ist dies auch eine Überdeckung der kleineren Menge. Das heißt, in dieser Menge für die kleinere Menge sind mehr positive reelle Zahlen enthalten als in der anderen. So, jetzt benutzen wir diese Eigenschaft und es steht da. Okay. Kommt direkt aus der Definition. Oder anders gesagt, kann man sich natürlich auch so vorstellen, wir approximieren eine Menge von außen. Und natürlich ist eine größere Menge, in der Approximation gibt sie das Größeres als die kleinere Menge. Ein bisschen informell gesagt. Die dritte Eigenschaft ist jetzt ein bisschen komplizierter, ist die Subadditivität. Aber auch hier schon mal vorweg gesagt, ihr werdet immer merken, Subadditivität oder Additivität, Sigma-Additivität zu zeigen, ist schwierig. Es ist also kein bisschen überraschend, dass jetzt wirklich die Hauptarbeit in der Subadditivität liegt und nicht in den anderen Eigenschaften. Okay, wir benutzen dazu diese Eigenschaft. So, was machen wir? Wir nehmen eine Folge, A1, A2 und so weiter sind Teilmenge von Omega, also aus der Potenzmenge. Und A soll die Vereinigung sein. Okay, und was wir zeigen wollen ist, dass μ-Stern von A kleiner gleich die Summe der μ-Stern von AK sind. Jetzt benutzen wir, dass μ-Stern von AK jedes Mal definiert ist als ein Infimum. Und für jedes dieser AKs wollen wir das hier benutzen mit einem ganz speziell gewählten Epsilon. Also wegen dieser Eigenschaft des Infimums, wegen Eigenschaft des Infimum, gibt es für jedes AK eine Folge, nennen wir die AKN, von Mengen in S, sodass etwas von dieser Art gilt. Ich schreibe das mal sauber hin. Folgen AKN NNN in S mit zwei Eigenschaften.
So, für jedes AK ist das eine Überdeckung von dem AK. Also AK ist Teilmenge der Vereinigung über den Index. Nennen wir das mal AKJ. J gleich 1 bis unendlich. Die AKJ sind alle in S, das steht schon da. Und jetzt steht die zweite Eigenschaft da, wie in dem Infimum. Und zwar, was wir wollen, ist, dass die Summe dieser μ von AKJ, J von 1 bis unendlich, kleiner ist als μ Stern von AK plus Epsilon durch 2 hoch K. Einmal kurz überlegt, warum. Wir wählen jetzt für ein festes K nicht Epsilon, sondern Epsilon durch 2 hoch K. Dürfen wir machen, weil wir beliebiges Epsilon wählen dürfen. So, das μ-Stern an AK ist jetzt das Infimum über diese Menge M, wobei M die Menge ist der Summen solcher Dinger für die Überdeckung. Das heißt, es gibt ein Element dieser Menge, sodass die Ungleichung gilt. Das ist nämlich genau das, was wir uns hier überlegt haben. Das Infimum M ist in diesem Fall das Infimum über die Menge, die auf der linken Seite noch steht. Das sind gerade diese Summen. Und das X ist irgendein Element da draus. Das ist irgendein Element und das ist das da. Ist eine abstrakte Version von dieser allgemeinen Eigenschaft. Okay, das können wir machen. Ja, für jedes K können wir das machen. Also gibt es für jedes K so eine Überdeckungsfolge. Okay, wie wollen wir das benutzen? Weil A die Vereinigung der AKs ist und die AKs wir so geschrieben haben, also wir sagen können, dass K-Teilmenge ist von der Vereinigung über K, Vereinigung über J, über die AKJ gilt μ-Stern von A, das ist das, die linke Seite, die wir uns angucken wollen in der Sigma-Additivität, kleiner gleich die Summe, die doppelte Summe, also diese Summe über die, K gleich 1 bis unendlich, Summe J gleich 1 bis unendlich, μ von AKJ. Einmal kurz, warum gilt das? Also wir wissen, A wird überdeckt von diesen Mengen. Diese Mengen sind alle in S. So, jetzt müssen wir nochmal hier hinschauen. Also unser A wird überdeckt von diesen Mengen. Das heißt, die Summe über die μs von diesen Mengen sind ein Element dieser Menge, von denen μ-Stern von A das Infimum ist. Das heißt, weil das, wo steht es hier, das Infimum eine untere Schranke ist, gilt Infimum vom M, das ist μ-Stern von A, kleiner gleich alle, die hier drin stehen, und einer, der hier drin steht, ist der da. Okay, also das gilt wegen Infimum, aus der Konstruktion des Infimums und weil A diese Überdeckung hat. So, jetzt haben wir das da, das wollen wir benutzen für den inneren Summanden. Ja, den wollen wir hiermit abschätzen. Da steht also kleiner gleich die Summe K gleich 1 bis unendlich. Was haben wir? μ-Stern von AK plus Epsilon durch 2 hoch K. So, jetzt kommt eine Kleinigkeit, die wir in der Vorlesung immer mal wieder sehen werden. Auch in jeden Analysis-Vorlesungen. μ-Stern von AK, ich ziehe das auseinander, plus die Summe K gleich 1 bis unendlich, Epsilon durch 2 hoch K. So, das ist Stochastik 1, das ist Analysis 1. Wer kann mir sagen, was das ist? Jeder, der das nicht weiß, wird jetzt gerade beschämt vom Computer weggucken. Was ist das? Hä? Epsilon. Das Ganze hier behauptet, jemand in der ersten Reihe wäre Epsilon. Schaut mal hin.
Er hat tatsächlich recht. Warum ist das Epsilon? Das kam jetzt zu schnell. Man könnte denken, dass es vorbereitet war, aber es war nicht vorbereitet. Felix, warum ist das Epsilon? Wir können ja erst das Epsilon aus der Summe rausziehen. Okay. Wenn man sich dann die Summe anguckt, steht da fast die geometrische Reihe. Mit 1,5 nur ohne den ersten Summanden. Hoch K, das ist Q in der geometrischen Reihe. Genau, und der erste Summand wäre quasi 1. Wenn wir den uns erst dazu denken, haben wir ja die geometrische Reihe von 0 bis unendlich. Da haben wir ja die Formel für. Dann würde dann 2 rauskommen und dann müssen wir die 1 nochmal abziehen. Also bleibt nur 1 stehen. Ja. Okay, weil nicht jeder so smart sein muss wie Felix, schreibe ich es noch einmal hin. Was steht da? Da steht die Summe von 1. Wir haben aber in der geometrischen Reihe die Summe von 0. Q hoch K ist 1 durch 1 minus Q. Das ist Analysis 1. Ja, zeigt man mit Induktion. Ungrenzwert. So, jetzt nehme ich ein Halb hier. Das heißt, hier steht ein Halb. Also hier steht ein Halb. Also hier steht 2. Okay? Der erste Summand fehlt aber. So, der erste Summand, also fehlt hier. Und der erste Summand ist 1. Das heißt, in dieser Reihe, die hier steht, fehlt eine 1. Also wenn ich hier von 1 schreibe, fehlt der erste Summand, der 1 ist, steht also 1 hier. So, deswegen ist das 1, deswegen ist das Epsilon. Okay. Jetzt haben wir aber gewonnen, weil Epsilon beliebig war. Das konnten wir mit beliebigen Epsilon machen. Das ist so ein Trick, den man öfter macht, wenn ich etwas machen möchte mit dem gleichen Epsilon, aber bei unendlich vielen, irgendwie das unendlich oft Epsilon noch wegzukriegen, das durch 2 hoch K zu teilen, dass nur noch ein Epsilon übrig bleibt. So, weil Epsilon beliebig war, steht μ Stern von A kleiner gleich Summe μ Stern von AK und das ist Subadditivität. Beliebig ist, gilt μ Stern, was war A? A war die Vereinigung, K gleich 1 bis unendlich AK. Kleiner gleich Summe über μ Stern von AK. Und das war gerade, wie wir Subadditivität definiert haben. Okay, das heißt, wir haben gezeigt, μ Stern ist ein äußeres Maß und der erste Schritt ist erledigt. Okay, wir haben den ersten großen Teil geschafft. Wir haben gezeigt, dass μ Stern ein äußeres Maß ist. Jetzt wollen wir weitermachen, zu zeigen, dass S eine Teilmenge von A von μ Stern ist. Ich habe noch eine Frage zum ersten Schritt, oder zu einem der ersten. Zwar haben wir μ Stern ja so definiert, dass wir über die Überdeckung von einer Menge A gegangen sind. Ja. Aber was ist, wenn A gar keine Überdeckung hat? Ah, guter Punkt. Wenn es gar keine Überdeckung gibt da oben, dann steht da das Infimum der leeren Menge. Das Infimum der leeren Menge ist nach Definition immer plus unendlich. War vermutlich in Analysis 1 auch schon so. So, das heißt, in dem Fall steht da plus unendlich. Und in dem Fall, wenn da plus unendlich steht, dann sind alle Sachen, die wir haben, immer quasi trivialerweise erfüllt. Dann steht da unendlich gleich unendlich. Also das heißt, wir können am Anfang des Arguments, und es stimmt, das sollten wir auch tun, um über diese Infimum-Sachen mit dem Epsilon zu reden, am Anfang vom Argument sollte man immer sagen, ohne Einschränkung ist μ Stern kleiner unendlich, μ Stern von A. Und wenn es nicht unendlich ist, dann macht man das Argument so, wie man es hier gemacht hat. Im Skript steht das auch sauber. Okay, danke. So, jetzt kommt B. Also, was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass S Teilmenge von A μ Stern ist. Das heißt, S ist eine μ Stern messbare Menge. Wir müssen also zeigen, zu zeigen ist μ Stern von Z gleich μ Stern von Z geschnitten S plus μ Stern von Z geschnitten S Komplement für alle S in S und Z Teilmengen von Omega. Für alle S in S, Z in der Potenzmenge von Omega. Das ist zu zeigen. Also nehmen wir so ein S und nehmen wir so ein Z.
Wir zeigen für die Gleichheit beide Abschätzungen. Eins ist geschenkt und eins ist ein bisschen kompliziert. Kleiner gleich ist geschenkt, weil wir gerade Subadditivität geschrieben haben. Das hat jetzt tatsächlich nichts mit S zu tun. Das gilt einfach immer bei Subadditivität. Warum? Mü-Stern von Z können wir schreiben als Mü-Stern von Z geschnitten mit S vereinigt, sogar disjunkt vereinigt, mit Z geschnitten mit S-Komplement. So, hier benutzen wir Subadditivität und dann steht die rechte Seite da. Mü-Stern von Z geschnitten S plus Mü-Stern von Z geschnitten S-Komplement. Und das ist die rechte Seite. Gut, kleiner gleich ist klar, das ist einfach Subadditivität. Größer gleich kommt wieder aus den Eigenschaften des Infimums. Okay, was machen wir? Naja, wir arbeiten wieder mit der Definition von Mü-Stern. Das heißt, wir brauchen wieder solche Überdeckungen von Z durch Mengen in S und wir brauchen Überdeckung von Z geschnitten S und Z geschnitten S-Komplement. Und wenn wir eine Überdeckung haben, dann haben wir wieder ein Element aus der Menge und können wieder argumentieren, dass das Infimum kleiner ist als jedes Element der Menge. Also überdecken wir erstmal Z. Also sei A1, A2 und so weiter eine Folge von Mengen in S, die Z überdecken. So, weil S ein Semiring ist, existieren für jedes von den AKs solche Cs, CKM. Also existieren CKM, nennen wir das mal, auch wieder in S, mit AK ohne S gleich Vereinigung, J gleich 1 bis, das ist eine endliche Anzahl, nennen wir das mal K, wie hatten wir das immer genannt, ich glaube KM oder MK, MK hatten wir es immer genannt, machen wir es wieder so, CKM. Warum? AK ist in S und dieses S ist in S. Und wir wissen, in einem Semiring ist die Differenz von zwei Mengen immer auf diese Art schreibbar und die sind paarweise disjunkt. Das können wir machen für jedes AK. Das heißt, für jedes AK gibt es solche CKM, also CKM1 bis CKMK. So, schreiben wir es mal so. Und wir machen noch was. Wegen dieser Form schreiben wir noch zwei Sachen um und dann fangen wir an, einmal einzusetzen. Ich schreibe es mal anders. Es gilt Z geschnitten S, weil Z diese Vereinigung der AKs als Obermenge hat, kann ich das auch so schreiben, als das ist Teilmenge von, was haben wir da, Vereinigung K gleich 1 bis unendlich über S geschnitten AK und mit dem Komplement kann ich es genauso machen, Z geschnitten S Komplement ist Teilmenge von, genau wie hier, Vereinigung AK geschnitten S-Komplement. Das wollen wir noch ein klein bisschen umschreiben. Das schreiben wir nochmal um, ich sage gleich warum. Das kann ich auch schreiben als Vereinigung, K gleich 1 bis unendlich. Was ist das? Das ist AK ohne S, einfach per Definition der Differenz. Und AK ohne S konnte ich auf diese Form schreiben. K gleich 1 bis unendlich, dann diese Cs, Vereinigung J gleich 1 bis MK über CKJ, alles disjunkt. Warum ist das, habe ich sowas Komisches geschrieben? Wir wollen, um gleich Mü-Stern von Z geschnitten S und Mü-Stern von Z geschnitten S Komplement berechnen zu können, in die Definition gehen. Das heißt, wir müssen beide überdecken durch Vereinigung von Mengen aus S. Das ist ein Schnitt. Das heißt, das ist wieder in S, weil ein Semiring schnittstabil ist. Das, was hier steht, ist nicht in S. Warum? Weil S-Komplement
nicht in S sein muss. Ein Semiring ist nicht abgeschlossen bezüglich Komplementbildung. Das heißt, ich kann hier nicht sagen, dass das eine Überdeckung ist von Mengen in S. Aber dieses Umschreiben erlaubt es uns, das doch zu tun, weil das jetzt Mengen in S sind. So, was wir also bis jetzt haben, ist, wir haben für Z geschnitten S Komplement und Z jeweils Überdeckungen gefunden durch Mengen in S. Ja, und wenn wir an die Definition von Mu-Stern denken, müssen wir an solche Überdeckungen rankommen. So, das können wir jetzt zusammentun, um das größer gleich zu bauen. Also, jetzt wird das vielleicht klar, was ich gerade gesagt habe. Also, Mu-Stern von der rechten Seite, die wollen wir nach unten abschätzen. Schreiben wir mal hin. Von Z geschnitten S plus Mu-Stern von Z geschnitten S Komplement. So, das wollen wir nach unten abschätzen. Ah, nach oben abschätzen. Glück gehabt, ich bin schon nervös geworden. Ja, die Richtung haben wir ja gezeigt, wir wollen die andere Richtung zeigen. So, das wollen wir abschätzen. Na, jetzt nach oben, damit wir die andere Abschätzung kriegen. So, das können wir jetzt abschätzen, genau wie ich gerade versucht habe zu sagen. Also schauen wir uns doch mal die Definition an. So, da oben steht die Definition. Das wenden wir jetzt an für Mu-Stern, nicht von A, sondern von Z geschnitten S, beziehungsweise von Z geschnitten S-Komplement. Wenn wir jetzt irgendeine Überdeckung finden von der Menge, beziehungsweise der Menge, dann wissen wir, das Infimum der Menge, haben wir gerade diskutiert, ist eine untere Schranke, dann ist das kleiner als die Summe der Mühs von dieser Überdeckung. Genauso hier ist das kleiner als die Summe von den Mühs der Überdeckung. Jetzt haben wir hier gerade eine Überdeckung hingeschrieben. Ja, hier steht eine, für Z geschnitten S ist eine und für Z geschnitten S Komplement steht auch eine. Das heißt, das hier ist jetzt kleiner als die Summe über Mü von den AK geschnitten S. AK geschnitten S. Ja, das ist ein Element aus der Menge, von dem das Infimum ist. Genauso hier. Hier ist sie ein bisschen komplizierter, weil wir nicht direkt das nehmen konnten, weil es nicht im Semiring ist. Und wir müssen eine Überdeckung aus dem Semiring nehmen. Das ist aber eine. Das heißt, hier steht eine Doppelsumme. Ja, ich sage es wieder, Doppelsumme ist auch nur eine Summe. Mit einem Diagonalverfahren ist das eine Summe. K gleich 1 bis unendlich, J gleich 1 bis MK, μ von, was steht da, CKJ. Okay. So, wo wollen wir hin? Wir wollen zu Z kommen. Schreiben wir das erst noch einmal um oder klammern wir mal die äußere Summe aus. Summe K gleich 1 bis unendlich. Und dann steht hier μ von AK geschnitten S. Ah, dieses W ist μ. Plus hier ist nur die innere Summe. Summe J gleich 1 bis MK von μ von CKJ. So, was haben wir jetzt? An der Stelle haben wir jetzt Glück, dass alle Sachen disjunkt sind und wir angenommen haben, dass Sigma-additiv ist. Wir haben hier disjunkte Mengen, die Sigma-additiv, disjunkt sind und, wie wir gleich sehen werden, deren Vereinigung auch in S liegt. Also darf ich Sigma-additivität benutzen. Also steht hier Summe k gleich 1 bis unendlich, μ von ak geschnitten s. Ja, die ckjs sind alle Teilmengen von ak geschnitten s Komplement, also natürlich disjunkt von dem hier. Disjunkt vereinigt mit der disjunkten Vereinigung über j gleich 1 bis mk ckj. Ja, das ist Sigma-Additivität. So, was ist denn diese Vereinigung dieser CKJs? Oh, das ist gut, das ist das da. Also wir haben hier die Summe. Hier haben wir AK geschnitten S, großes S. Hier haben wir disjunkte Vereinigung mit dem, das ist was? Das ist AK geschnitten S-Komplement. AK geschnitten S-Komplement.
So, wer nervös wird, klammert hier am besten nochmal extra. Ah, können wir hier auch machen. So, was ist das? AK geschnitten S vereinigt mit AK geschnitten S Komplement, das ist AK. Das heißt, hier steht plötzlich μ von AK. K gleich 1 bis unendlich. Okay. Und das ist jetzt auch die nachträgliche Rechtfertigung, warum ich hier die Sigma-Additivität benutzen durfte. Warum? Naja, ich habe hier Mengen, die disjunkt sind und in S sind. Ich brauche aber auch noch, dass die Vereinigung dieser Mengen in S liegt. Aber hier haben wir nochmal gecheckt, die Vereinigung all dieser Mengen ist AK und AK ist in S. So, jetzt haben wir kleiner gleich dieses Ding da, kleiner gleich Summe von μ von AK. Okay, und was bringt uns das jetzt? Wir wollten ja nicht Summe von μ von AK, wir wollten ja μ-Stern von Z haben. Wir brauchen also irgendwie noch, dass deswegen das hier kleiner ist als μ-Stern von Z. Warum gilt das? Naja, das gilt aus folgendem Grund. AK war gewählt als Überdeckung von unserem Z. Das heißt, diese Summe hier ist, jetzt kommen wir nochmal wieder zusammen nach oben, diese Summe hier ist ein Element unserer Menge, dessen Infimum μ-Stern von Z ist. Wir haben also gezeigt, dass die linke Seite kleiner ist als dieses μ-Stern von AK. Ja, und diese Vereinigung AK war beliebig. Das heißt, wir haben gezeigt, dass μ-Stern von Z geschnitten S plus μ-Stern von Z geschnitten S Komplement eine untere Schranke ist für die Menge der Überdeckungen und dann die Summen von μ von denen von Z. Also μ-Stern ist also eine untere Schranke. So, jetzt ist aber μ-Stern von Z die größte untere Schranke. Das heißt, für jede weitere untere Schranke gilt, dass μ-Stern von Z größer oder gleich ist. Also ich schreibe es mal nicht aus, ich habe es ausführlich gesagt. Also gilt, dass diese untere Schranke Z geschnitten S plus μ-Stern von Z geschnitten S Komplement kleiner gleich ist als die größte untere Schranke und das ist μ-Stern von Z. Und wenn wir Glück haben, haben wir jetzt die richtige Richtung bewiesen. Gucken wir mal zurück. Wir wollen größer gleich haben, μ-Stern soll größer sein. Passt. Okay, das war B. So, ziemlich harte Arbeit heute. C. Was war C? Schon völlig vergessen. Machen zu viel. C. Oh ja, die Fortsetzungseigenschaft. Ah, das ist gut, das ist einfach. Weil wir da letztes Mal hart für gearbeitet haben. Okay, was ist jetzt C? Also wir brauchen μ-Stern von A ist gleich μ von A für alle A aus S. Auch hier zeigen wir wieder kleiner gleich und größer gleich. Kleiner gleich ist klar. Warum ist kleiner gleich klar? Naja, im Prinzip das gleiche Argument, das wir bei der leeren Menge auch hatten. A ist selber aus S. Das heißt, A selber überdeckt A. Das heißt, μ von A ist ein Element dieser Menge, dessen Infimum μ-Stern von A ist. Weil aber das Infimum eine untere Schranke ist, ist das Infimum kleiner als jedes Element der Menge. Also ist μ-Stern von A kleiner gleich μ von A. Das ist fast das gleiche wie mit der leeren Menge. Klar genug, dass ich hinschreiben soll? Nicht hinschreiben soll? Ich schreibe es einfach hin. Also A Teilmenge A, A in S. Also, ich schreibe es mal so hin. Also, μ von A in dieser Menge. Damit ist μ Stern von A, das ist das Infimum dieser Menge.
kleiner gleich μ von a. Fertig. So, größer gleich. Jetzt sind wir bei dieser Sache, die ich vorhin anschaulich schon mal diskutiert habe. Wenn ich eine Menge a habe, dann gibt es natürlich viele andere Überdeckungen von a, zum Beispiel so, durch jetzt vier Mengen a1, a2, a3, a4 aus s. Und die Behauptung ist, dass das nicht kleiner wird. Und das ist einfach nur die Subadditivität. Schreiben wir einfach mal einmal hin. Also das ist Subadditivität. Also ist jetzt eine andere Überdeckung, a1, a2, zum Beispiel die da, in s mit a-Teilmenge von dieser Überdeckung. Also gilt, wegen 1, 3, 3, das ist keine Kleinigkeit, das hat wehgetan. Was war das? Das war die Aussage, dass jede Sigma-additive Mengenfunktion auf einem Semiring auch subadditiv ist. So, das benutzen wir jetzt, die Subadditivität. μ von a, kleiner gleich, Summe μ von ak. Das war die Aussage. Ja, a ist Teilmenge dieser Vereinigung, dann ist a kleiner gleich die Summe. Das haben wir gezeigt. Okay, und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass μ von a eine untere Schranke ist für die Menge all dieser Summen. Also μ von a ist also untere Schranke für unsere Lieblingsmenge von oben, für diese Menge. So, und weil μ von a Stern die größte untere Menge ist, größte untere Schranke ist, muss μ von a kleiner gleich μ von a Stern sein. μ Stern von a größte untere Schranke ist, gilt μ von a kleiner gleich μ Stern von a. Und ich hoffe, dass das die richtige Richtung ist. Ist es wieder. Passt. Fertig. Wir haben also gezeigt, dass die Fortsetzungseigenschaft gilt. Jetzt zurück zu der Diskussion vom Anfang. Wir haben alles gezeigt, A, B, C. Wir haben diese Argumentation mit der kleinsten Sigma-Algebra. Wir schränken μ Stern ein auf Sigma von S, das ist immer noch ein Maß und es ist eine Fortsetzung. Das war jetzt harte Arbeit. Wir wischen, ihr ruht euch einmal kurz aus und ab jetzt kommen ganz einfach, also relativ gesehen, ganz einfache Sachen im Anschluss, die konkreter werden und wir uns wirklich die Borel-Sigma-Algebra angucken. Gut, wir haben genug gelitten für den Moment, fassen das einmal zusammen, was wir gemacht haben und gehen dann wirklich in konkrete Beispiele. Also hier ist die Zusammenfassung. Ja, wir nehmen vielleicht mal eine bunte Farbe. Satz, was ist das? 1, 2, 8. Das ist Existenz und Eindeutigkeit von Maßen. So, was sagt dieser Satz? Also, was wir nehmen, ist einen messbaren Raum, also eine Menge und eine Sigma-Algebra. Ist Omega A ein messbarer Raum, Epsilon ein Semiring mit Sigma von Epsilon gleich A, also ein Erzeuger von A. Und
ist μ. Eine Abbildung von S nach 0 unendlich. Eine Mengenfunktion. Mit zwei Eigenschaften, die wir gerade immer wieder gesehen haben. Ja, μ von der leeren Menge gleich 0. μ ist sigmalitiv. Und zusätzlich fordern wir, es gibt eine Folge En, die gegen Omega wächst, En in Epsilon und μ von En kleiner unendlich für alle n aus n. So können wir μ fortsetzen zu einem eindeutigen Maß auf A. Ich schreibe nochmal aus, damit wirklich ganz klar formuliert ist, was wir zeigen. Das heißt, es gibt genau ein Maß μ quer auf A mit μ quer von A gleich μ von A für alle A aus Epsilon. Ja, a priori ist das natürlich nicht klar. Frage. Oh. Na, krummes Epsilon, krummes Epsilon. Sieht ja heute fast gleich aus. Genau. Also erstmal ist das natürlich nicht klar, dass es nur ein so ein Maß gibt. Es könnte natürlich auch verschiedene Maße geben auf der großen Menge, die aber auf der kleinen Menge die gleichen Werte annehmen. Der Satz sagt, das kann nicht sein. Okay, weil der Satz auch so wichtig ist, ist auch wieder so ein Nachts im Jungbusch-Satz. Und zwar völlig egal, wann nachts. Kriegt ihr also die Farbe und der Beweis ist glücklicherweise schon gemacht. Gucken wir ihn einmal schnell an. Also Existenz. Existenz. Existenz ist Karatheodori, würde man zumindest glauben. Aber irgendwie steht hier so ein bisschen viel Zeugs rum. Da sind relativ viele Annahmen, die wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen haben. Wiederholen wir unseren Kopf nochmal. Welche Annahmen brauchen wir für Karatheodori von denen, die hier stehen? Machen Sie mal hier an. Ja, im Endeffekt die ersten drei, also Semiring, dann das Semiring, unsere Mengenfunktion, die Eigenschaften erfüllt, dass μ von der Lernmenge 0 ist und dass μ sigma ist. Ja, das brauchen wir nicht. Und das war's. Genau, wir haben alles, was wir brauchen für Karatheodori. Existenz ist Karatheodori. Eindeutigkeit. Was ist Eindeutigkeit? Und was brauchen wir für Eindeutigkeit? Wo kommt das her? Eindeutigkeit kommt aus Dünkensystemen, weil wir Dünkensysteme immer für Eindeutigkeit von Maßen benutzen. Nie vergessen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen das nicht. Deswegen male ich das mal irgendwie so quer durch. Ja, wir brauchen hierfür nur schnittstabil. Wir brauchten einen schnittstabilen Erzeuger. Und wir brauchten das da.
Ja, diese zwei Sachen, schnittstabil und sowas, sagte, es gibt nur ein Maß, das durch die Werte auf dem schnittstabilen Erzeuger festgelegt ist. Ja, das ist, ich habe bestimmt die Nummer irgendwo stehen, 1, 2, 13. Also Dynkin-Systeme. Eins, zwei, 13. Das war's. Das ist der große Satz. Jetzt seid ihr schon ganz vielen Studierenden aus der VWL massiv überlegen, weil wir jetzt nächstes Mal die Normalverteilung oder übernächstes Mal konstruieren können, die alle gar nicht wissen, warum es die gibt. Und ihr wisst das nur, weil wir schmerzhaft oder ihr schmerzhaft gelernt habt, wie man Karl Theodori beweist. Kommen wir noch zu. Kleine Warnung, wenn wir das benutzen wollen, und wir wollen das jetzt benutzen, ganz konkret benutzen, schwierig ist immer das. Das zeigen ist kein Problem, müßig ausdenken ist auch kein Problem, das ist meistens auch sofort klar, was es ist. Das ist schwer, fast immer. So, kommen wir jetzt also zum letzten, zum nächsten Kapitel, letztes Kapitel für heute. Das nennen wir das Beispiel, Maße aus Verteilungsfunktionen. Kapitel heißt 1.4. Das Beispiel, ja, so wie die Borel-Sigma-Algebra das Beispiel für Sigma-Algebren ist. Maße auf Borel R aus Verteilungsfunktionen. Okay, hier ist die Definition. Wir haben über Verteilungsfunktionen schon einmal kurz gesprochen, als wir uns Funktionen definiert haben, die aus Maßen auf der Borel-Sigma-Algebra definierbar sind und die wir gebraucht haben, um Eindeutigkeit von Maßen zu diskutieren. Ihr erinnert euch hoffentlich. Aber jetzt geben wir dem mal einen richtigen Namen. Also eine Abbildung von R nach R heißt, wir sind jetzt raus aus der Stochastik. Es ist einfach nur eine reelle Funktion, irgendwie sowas. Das heißt, oder die heißt Verteilungsfunktion. Falls vier Eigenschaften gelten. Erstens die Funktion zwischen 0 und 1. Es gibt bei solchen Sachen immer zwei Möglichkeiten. Ich schreibe entweder f ist kleiner gleich 1 und größer gleich 0 oder ich schreibe f von t ist zwischen 0 und 1 für alle t aus r. Was ich niemals tun darf, ist das zu schreiben. Nie. Ja, f von t ist eine Zahl und f ist eine Funktion. F ist nicht fallend drittens F ist rechtsstetig ja, was hieß das? Naja, der Limes von rechts F von S S fällt gegen T also von rechts der Grenzwert ist F von T und die Eigenschaft, die wir schon mal gesehen haben, Limes t gegen plus unendlich, f von t ist 1, also hier ist plus unendlich, und Limes t gegen minus unendlich, f von t ist 0. Ja, das Ganze haben wir schon gesehen bei der Eindeutigkeit von Maßen. Ich mache einfach ein Bild. Nichts Dramatisches, ist einfach eine Funktion, die hier Grenzwert 0 hat, hier Grenzwert 1 hat, immer zwischen 0 und 1 ist und sie ist nicht fallend. Sie muss nicht stetig sein, aber wenn sie eine Sprungstelle hat, dann ist der Wert der Sprungstelle der Rechtsgrenzwert. Sie kann auch konstant sein, aber immer, wenn es einen Sprung gibt, das ist vielleicht ein schlechtes Bild, machen wir die 1 mal ein bisschen höher,
Wenn es einen Sprung gibt, ist der Grenzwert der Rechtsgrenzwert. Und jetzt wächst das gegen 1. Das wäre eine Verteilungsfunktion. So, jetzt kommt der große Satz. Der letzte Satz für heute. Satz ist der erste. 1, 4, 1. Und das ist Maße auf der Borel-Sigma-Algebra und Verteilungsfunktion. Wie gehört das zusammen? Für jede Verteilungsfunktion f gibt es genau ein Maß, und zwar gibt es, das ist Existenz, und genau ein ist Eindeutigkeit, nennen wir das PF, auf der Borel-Sigma-Algebra mit, jetzt müssen wir irgendwie dieses Maß und die Verteilungsfunktion verknüpfen, und das machen wir so, wie wir das schon mal gesehen haben. F von t ist PF, dieses Maß, das ist Maß auf der Borel-Sigma-Algebra, und wir nehmen das Maß der Menge minus unendlich bis t. Und das für alle t aus R. Das ist unser großer, großer Satz. Quasi die konkrete Anwendung für Cara Theodori und Dünkensysteme. Oh, hier sind zwei. Das ist mal konkret. Wem das nicht konkret genug ist, dem kann ich auch nicht helfen. Was wir also im Prinzip hier zeigen, ist, dass es eine Bijektion gibt zwischen allen Maßen auf der Borel-Sigma-Algebra, Entschuldigung, allen W-Maßen, das fehlt hier, sonst stimmt nämlich das nicht, was ich gesagt habe, zwischen allen W-Maßen und Verteilungsfunktionen. Also ich schreibe das mal hin. W-Maße auf Borel R, die Menge, die ist, ich schreibe das mit dem Symbol, in Bijektion zu der Menge der Verteilungsfunktionen. Das ist doch eigentlich ganz nett, weil das vermutlich furchtbar ist. Das ist schließlich furchtbar. Das ist aber nicht furchtbar. Das ist einfach so eine Funktion, irgendwie sowas. Ja, ist was relativ Einfaches. Ich gebe dem nochmal einen Namen. Der Name von diesem Zusammenhang ist, man nennt f Verteilungsfunktion von p oder man nennt p f verteilt gemäß f. Gibt es verschiedene Formulierungen. Schreibt mal zwei hin. Man sagt dann, pf ist verteilt gemäß f. Oder man sagt, PF hat Verteilung F. Ja, wenn wir mal drei Vorlesungen zurückgehen, dann erinnern wir uns, dass wir W-Maße auch Verteilung nennen. Ja, und W-Maße haben eine Verteilung F und F ist eine Verteilungsfunktion. Da gehen jetzt die Begriffe irgendwie so ein bisschen glatt ineinander über. Und das liegt daran, dass einfach Verteilungsfunktion und W-Maße natürlich unterschiedliche Objekte sind. Das ist Maß, das ist eine Funktion. Aber diese Objekte in Bijektion zueinander stehen und deswegen miteinander im Prinzip identifiziert werden können. Deswegen schreiben wir oft so einen kleinen Index unter ein W-Maß auf der Borel-Sigma-Algebra, um klarzumachen, dass dazu eine Verteilungsfunktion gehört. Okay, das war jetzt hartes Zeug. Die letzte Vorlesung und diese Vorlesung. Und jetzt machen wir deutlich smoother, beweisen diesen Satz noch, das ist deutlich entspannter und gucken uns dann ganz, ganz ausführlich Beispiele an von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf den reellen Zahlen und kommen endlich mal ein bisschen in das Gefühl, Stochastik zu machen, weil wir über Normalverteilung reden können, über Gleichverteilung reden können, etc. Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass wir jetzt schon aufhören. Wir haben noch 10 Minuten und wir hören niemals 10 Minuten zu früh auf.
Wir schaffen nicht den ganzen Beweis, aber wir schaffen schon mal den Anfang und die Skizze des Beweises und der letzte Schritt, der kommt dann in der nächsten Vorlesung. Also Beweis, was gibt es zu tun? Die Aussage ist, für jede Verteilungsfunktion gibt es genau ein W-Maß, das zu der Verteilungsfunktion gehört. Existenz und Eindeutigkeit. Eindeutigkeit haben wir tatsächlich schon bewiesen. Und zwar ist das gewesen in Beispiel, was war das? 1, 2, 15. Existenz. Das machen wir mit dem Fortsetzungssatz von K. Theodori. Ihr habt wahrscheinlich sofort Gänsehaut, wenn ihr K. Theodori hört. Lasst euch direkt den Beweis nochmal durch den Kopf gehen. Aber jetzt wollen wir K. Theodori einfach nur benutzen. So, wie benutzen wir K. Theodori? Wir wollen für eine gegebene Verteilungsfunktion ein Maß auf der Borel-Sigma-Algebra konstruieren. K. Theodori sagt uns, naja, definier doch einfach nur auf einem Erzeuger eine sigma-additive Mengenfunktion und die lässt sich dann fortsetzen zu einem Maß auf der erzeugten Sigma-Algebra. Also, was brauchen wir? Ein Erzeuger und eine sigma-additive Mengenfunktion. Hier ist der Erzeuger. Und zwar nehmen wir folgenden Erzeuger. Wir nennen den S. Und S ist einfach die Menge der halboffenen Intervalle A, B, sodass A kleiner als B ist. Okay, das ist eine Teilmenge der Potenzmenge der reellen Zahlen. Sind ja alles halboffene Intervalle. Ist also schon mal vielversprechend. Dann habt ihr in der großen Übung oder im Tutorium oder ihr macht es in der Klausur gezeigt, dass Sigma von S die Borel-Sigma-Algebra ist. Also, dass S ein Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra ist. Jetzt brauchen wir noch unsere sigma-additive Mengenfunktion auf S. Und gut, da könnt ihr jetzt ein bisschen rumüberlegen. Wenn ihr ein bisschen rumüberlegen wolltet und im Kopf haltet, was am Ende rauskommen soll, ein Maß mit Verteilungsfunktion F, würdet ihr wahrscheinlich selber drauf kommen. Aber heute habt ihr Glück und ich schreibe es euch hin. Wir machen Folgendes. Wir definieren μ von AB als f von B minus f von A. Weil f eine nicht fallende Funktion ist und B größer gleich A, sogar echt größer als A, ist das größer gleich 0, was schon mal gut ist, weil wir das fordern für eine sigma-additive Mengenfunktion. So, das sind die Zutaten, die wir brauchen für den Satz von K. Theodori. Jetzt müssen wir leider noch prüfen, ob die Zutaten auch die Voraussetzungen erfüllen. Was waren die Voraussetzungen? Naja, sigma-additive Mengenfunktion. Wir haben letztes Mal in der Diskussion von K. Theodori schon erwähnt, dass üblicherweise die Sigma-Additivität der schwierige Punkt ist. Das werden wir hier auch sehen. Also, checken wir mal die zwei Eigenschaften. Checke K. Theodori. Voraussetzung. Wir fangen mit der einfachen an. Die einfache ist, μ von der leeren Menge soll 0 sein. Okay, was machen wir? Wir wählen jetzt einfach irgendein Element a. Ihr könnt gerne a gleich 1 nehmen und schreiben die leere Menge als halboffenes Intervall. Naja, die leere Menge ist nichts anderes als das halboffene Intervall von a bis a. Links offen, rechts abgeschlossen. A bis a ist aus unserem Mengensystem S. Wir haben μ definiert, das soll also sein f von a minus f von a. Das ist natürlich 0. Also ist μ von der leeren Menge 0. Passt. Jetzt wird es ein bisschen trickiger. Zu zeigen ist jetzt Folgendes. Wenn a1, a2 und so weiter in S paarweise disjunkt sind und zusätzlich die Vereinigung auch in S ist, es ist keine Sigma-Algebra, wir wissen nicht, dass Vereinigungen wieder drin sind, dann soll Sigma-Additivität gelten.
Okay, schreiben wir es hin. A1, A2 in S, paarweise disjunkt. Mit Vereinigung k gleich 1 bis unendlich ak in S. So soll gelten. Μ von der Vereinigung ist gleich die Summe der μ von ak. So, das ist die abstrakte Schreibweise der Voraussetzung von Cartiodori, die wir testen müssen. Hier ist natürlich alles extrem konkret. Unsere Mengen A1, A2 und so weiter sind halboffene Intervalle in den reellen Zahlen. Und was bedeutet diese Forderung? Diese Forderung bedeutet, dass die Vereinigung dieser halboffenen Intervalle auch wieder ein halboffenes Intervall ist. Also konkret, es seien, jetzt schreiben wir die als halboffene Intervalle, weil sie schließlich in S sind, nennen wir die A1, B1 und so weiter mit Vereinigung über all die AK, BK gleich AB. Ja, das sind die Elemente in S mit geeigneten A kleiner B. So zeigen wir, μ von der Vereinigung ist μ von AB. Das soll sein die Summe von μ von all diesen. Weil wir die konkret definiert haben, können wir das auch mit F schreiben. Und das gibt dann was? Das gibt dann F von B minus F von A. Das ist μ von der Vereinigung, das war AB. Gleich Summe k gleich 1 bis unendlich über f von bk minus f von ak. Das ist konkret mit f formuliert, was wir zu zeigen haben. Das wollen wir nächstes Mal vollständig zeigen. Dieses Mal überlegen wir uns erstmal, warum denn das gilt, wenn wir nur endlich viele nehmen. Also im Prinzip kommt jetzt nur eine Nebenbemerkung innerhalb des Beweises, um den Beweis besser verständlich zu machen. Okay, nehmen wir mal an, das sind nur endlich viele. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben unser halboffenes Intervall AB und das halboffene Intervall haben wir zerlegt in endlich viele halboffene Intervalle, die paarweise disjunkt sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die anordnen können auf folgende Art und Weise. Das erste Intervall startet links und geht bis irgendwo hier. Das wäre A1, B1. Das nächste halboffene Intervall geht von A2 bis zu einem B2, wobei A2 gleich B1 ist. Und so weiter und so weiter. Ja, wir haben nur endlich viele, weil wir das gerade annehmen zur Einfachheit. Das ist im ganz konkreten Fall von diesem einfachen Mengensystem, was es bedeutet, zu fordern, dass die Vereinigung auch wieder in S liegt. Die Vereinigung ist auch ein Intervall. So, und jetzt wollen wir zeigen, dass diese Aussage gilt, wenn wir hier nur endlich viele haben. So, das ist tatsächlich in dem Fall einfach. Warum? Das ist einfach nur eine Teleskopsumme. Also, weil wir angenommen haben, dass die geordnet sind. Das können wir bei endlich vielen natürlich problemlos machen. Und AK gleich BK minus 1 gilt wegen Teleskop F von B minus F von A. Ja, da wir benutzen natürlich auch noch, dass B der letzte und A der erste ist. Dass das die Summe K gleich 1, sagen wir mal die endliche Anzahl war groß N, von F von BK minus F von AK ist. Das ist einfach nur Teleskopsumme, wie in Analysis 1 immer. Ich möchte euch aber eine bildliche Interpretation geben, was das bedeuten soll, weil uns das gleich bei dem allgemeinen Beweis helfen wird, bezüglich auch zum Verständnis, was Verteilungsfunktionen bedeuten sollen. Also wir wollen das jetzt mal anders machen, ohne Verteilungsfunktion. Ohne
Teleskopsumme. Also, ich male ein anderes buntes Bild und an dem sehen wir, was das Ganze bedeuten soll. Also hier ist das bunte Bild. Das ist t, hier ist f von t, hier ist 1. Verteilungsfunktionen sind kleiner als 1. Und nehmen wir mal an, unsere Verteilungsfunktion sieht ungefähr so aus. So, irgendwo ist unser a, irgendwo ist unser b. Und jetzt haben wir dazwischen noch unsere weiteren Werte. Ich versuche mal gleich in Farben zu nehmen. Leider habe ich die verloren. Nehme ich andere Farben. Also, was haben wir? A, links soll A1 sein. Und dann gibt es den rechten Rand, der ist B1. Dann geht es hier weiter mit B1 ist gleich A2. Und so weiter. So, was bedeuten jetzt diese Differenzen, die wir haben? Die Differenzen, die in der Summe standen, sind einfach folgendes. Wir malen hier einfach mal Steigungsdreiecke ein. Ah ja, erinnert euch an Differenzieren. Da tauchten auch Differenzen auf. So, was haben jetzt die Steigungsdreiecke zu tun mit unseren Differenzen in dem f? Naja, das sind genau die Dinge, die wir brauchen. Hier ist noch das große Steigungsdreieck. So, was ist das hier? Hier steht nichts anderes als f von b minus f von a. Hier, nehmen wir den mal, das ist b2. Das Steigungsdreieck, die Höhe davon, ist f von b2 minus f von b1. Das Steigungsdreieck hier, ihr merkt schon, f von b3 minus, das ist b2 minus a2, das ist dasselbe wie b1, f von b3 minus f von a3 und so weiter. Was ihr also seht, ist Folgendes. Die Gesamthöhe, die unsere wachsende oder nicht fallende Funktion f zwischen a und b zurücklegt, ist nichts anderes als aufsummiert die Höhen, die f zurücklegt auf den unterteilten Intervallen. Das ist im Prinzip die Interpretation für die Sigma-Additivität, die wir hier im endlichen Fall sehr einfach machen können und im unendlichen Fall ein bisschen mit kompakten Überdeckungen, Heine-Borel etc. nachbauen müssen. Ich möchte noch ein allerletztes kleines Beispiel geben, weil vielleicht der ein oder andere sich das gut vorstellen kann, aber kein Bild davon hat, was es heißen könnte, dass wir unendlich viele Intervalle brauchen, um ein anderes Intervall zu überdecken. Deswegen einfach nur zum Kopf halten, hier vielleicht das Ende einer Nebenbemerkung. Wir könnten Folgendes machen. Wir können das offene Intervall 0,1 überdecken durch was? Durch halboffene Intervalle der Form 1 durch k bis 1 durch k plus 1. Also was ist das? Wir zerlegen hier das Intervall 0,1 in 1 bis 1,5, dann 1,5 bis 1 Drittel, 1 Drittel bis 1 Viertel und so weiter. Und wir sehen, dass sich das häuft. Die kleine Beobachtung, die hier involviert ist, wird nächstes Mal ganz essentiell sein. Es häuft sich da, wo das Intervall offen ist. Jetzt könnt ihr vom nächsten Mal schon mal überlegen, ob das was mit Kompaktheit zu tun hätte. Kompaktheit in R bedeutet beschränkt und abgeschlossen. Hier geht irgendwas mit Kompaktheit schief. Hier geht was nicht schief. Und das basteln wir nächstes Mal zu einem Beweis für den Allgemeinfall.